So, weiter geht's mit dem zweiten Teil der Getränkekunde. Da kommen jetzt auch die geistigen Getränke. Viel Spaß dabei. So, kommen wir zum deutschen Volkssport, zum Bier. Die Bierherstellung 1516, das deutsche Reinheitsgebot, wurde entschieden, dass man dazu nur Wasser, Hopfen, Gerste und Hefe benutzen darf. Manchmal sagt man auch anstelle von der Gerste Malz. Was passiert? Die Gerste wird geerntet, sie kommt dann in ein sogenanntes Melzerhaus, wird mit Wärme und Wasser behandelt. Sie beginnt dann zu keimen, das heißt, dass der Vielfachzucker im Gerstenkorn umgewandelt wird von einem Enzym namens Zymase in Einfachzucker. Das ist ganz wichtig, weil nämlich die spätere Hefe nur den Einfachzucker auch umwandeln kann. Die kann den Vielfachzucker nicht umwandeln. Und sobald jetzt das Malz, die Gerste sich grünlich färbt, das ist sogenanntes Grünmalz, der Prozess wird dann mit Wärme gestoppt und dann haben wir quasi die Umwandlung schon zu Einfachzucker. Das heißt, das Korn wäre eigentlich für uns jetzt süß geworden, ein wenig, weil wir das jetzt besser schmecken können. Wenn man das sehr stark macht, mit sehr viel Hitze, dann haben wir sogenanntes Rauch oder auch Darmmalz. Ja, kennt ihr vielleicht von Schwarzbier. Ja? Gut, Darren, das ist ja auch der Begriff, wenn das Ganze gestoppt wird, wenn es getrocknet wird. Jetzt reden wir von einem sogenannten Braumalz und dieses Braumalz wird geschrotet und wird zusammen mit unserem Wasser in einen großen Bottich gegeben, so 20, 50.000 Liter, als sogenannte Maische. Dort wird es aufgekocht und jetzt aus dem Keim heraus löst sich der Einfachzucker in die Wassermenge. Jetzt ist es so, jetzt trennen wir Wasser und feste Stoffe. Die feste Stoffe, das ist der sogenannte Treber, der geht zurück in die Landwirtschaft, wie auch immer. Die Flüssigkeit, die jetzt übrig bleibt, geht in den Sudkessel und wird dort zusammen mit dem Hopfen eingekocht. Wenn das Ganze eingekocht wird, liebe Köche, ist fast wie Kochen. Da wird aber nicht abgeschmeckt, sondern dann ist es jetzt so, dass wir hier von einem Stammwürzegehalt sprechen. Das heißt, wir können jetzt hier messen, wie viel gelöste Stoffe und wie viel Zucker ist in dieser sogenannten Stammwürze. Und die geht jetzt runter in unseren Keller. Dort wird sie je nach Bierart mit Hefe versetzt und wir werden dann bei einem obergärigen Bier in 5 bis 6, 7 Tagen werden wir eine stürmische Gärung erleben. 3 bis 4 Tage, Entschuldigung. Ungefähr bei 14 Grad. Die Hefe gärt oben, es schäumt sehr stark, dann in diesem Keller auf dem Kessel und am Ende erst setzt sich die Hefe unten ab. Die untergärige Hefe, wie sie bei unseren Pilsenern zum Beispiel genommen wird, da ist der Prozess etwas langsamer. Jetzt haben wir die 5, 6, 7 Tage bei 7 bis 9 Grad. Das Ganze ist ruhiger und da setzt sich also natürlich dann auch unten die Hefe ab. Jetzt wird unser Jungbier eigentlich einmal von der Hefe getrennt, wird jetzt zur Reife in Fässer abgefüllt und bald können wir das dann trinken. So, jetzt kommen wir zu den Spirituosen. Da wird es jetzt richtig interessant. Immer bei den Spirituosen hat es vorher eine Gärung gegeben, das heißt, wir hatten schon Einfachzucker, Weinsaft, ähnliches. Oder aber es wurde wie beim Bier Zucker, Rohrzucker, Getreide, Kartoffeln, wie auch immer, im Grunde genommen einmal umgewandelt zu Einfachzucker und dann vergoren. Ja, das ist der Grundstoff für unsere Destillation. Und dann kommen wir zu so einem schönen Gerät. Keine Angst, wir machen das jetzt ganz kurz und schnell. Grundsätzlich ist es so, ihr habt ein wenig ein Grundgetränk, was schon Alkohol beinhaltet. Dieses wird erhitzt. Jetzt ist es so, dass bei ungefähr 68 Grad, 67, 68 Grad Alkohol verdampft. Das heißt, er verdampft schneller als das Wasser. Er kommt über dieses Rohr und hier drin ist eine Kühlspirale. Die kühlt jetzt den Alkohol und hier unten würde jetzt der Alkohol heraustropfen. Das Ganze klingt kompliziert, ist auch, ich sage mal, in großen Mengen sicherlich sehr schwierig. Auch eine Kunst, weil nicht alles, was da rauskommt, können wir verwenden. Wir haben einen sogenannten Vorlauf, das ist das Erste, was eigentlich herauskommt. Die erste Charge, die ist für uns ungenießbar, die können wir nicht nutzen. Dann haben wir das sogenannte Herzstück, das ist die Mitte. Jetzt geht es darum, da haben wir Alkohol mit Geschmack und Identität, der transportiert tatsächlich auch den Geschmack dessen, was wir da vergoren haben. Und als
Letztes Produkt kennt ihr alle, Spiritus, medizinischer Alkohol. Das heißt, das Letzte, was dann kommt, ist nur noch Alkohol, hat aber dann keinen Geschmack mehr. Und die Kunst ist beim Destillieren eigentlich, die drei Dinge voneinander zu trennen. Ansonsten ist es so, dass die Spirituosen vielfältige Verwendungen finden. Nicht nur, dass man sie so trinkt, wie sie sind, als Digestiv, als Aperitif, wie auch immer, sondern wir finden sie auch in den Heißgetränken. Das habt ihr, glaube ich, in unserem anderen Video schon gesehen. Und sie sind natürlich auch die Basis für das, was wir an der Bar tun. So, okay, ja, Barkunde. Ich glaube, da werden alle hellhörig. Cocktails, das macht natürlich Spaß. Ist auch, ist eine Kunst für sich, eine Welt für sich. Grundsätzlich, was heißt eigentlich Cocktails? Cocktails heißt, dass wir verschiedene alkoholische Spirituosen miteinander mischen. Es gibt so ein paar Ideen, warum und wie das entstanden ist. Eine der hartnäckigsten ist der Name Cocktail, übersetzt heißt Hahnenschwanz. Ja, und ein Hahn hat in seinen Schwanzfedern verschiedene Farben. Und in den Mexiko und ähnlichen Ländern war es mal Sitte, dass nach einem Hahnenkampf der Verlierer, dem Gewinner, ein Getränk spendiert, was aus den Farben dieses Hahnenschwanzes, Cocktails, dann zusammengemixt worden ist. Tja, wer weiß, ob das so stimmt. Wenn es so stimmt, dann ist es wie oft im Leben, dass es gerade der Zufall ist, dass einer gemerkt hat, Mensch, wenn ich solche Sachen zusammenmixe, das kann ja auch richtig gut schmecken. Ja. Und daraus ist dann eigentlich das entstanden, was wir heute unsere Cocktailwelt nennen. Ich habe euch mal ein paar kleine Gerätschaften mitgebracht und Inga wird nachher auch mal den einen oder anderen Cocktail in nächster Zeit für euch mixen, damit ihr nochmal seht, wie es denn geht. Und ich bin mir ganz sicher, das ist ein Thema, was gerne nachgemacht wird von allen. Okay. Was haben wir? Wenn wir einen Cocktail mixen wollen, dann müssen wir Spirituosen abmessen. Das machen wir mit einem Jigger, der 2 oder 4 Zentiliter hat. Eigentlich ein ganz klein wenig mehr, denn es ist das Whisky-Maß. Und wir haben einen Messbecher, der von 2 bis 5 Zentiliter uns die Mengen angibt. Grundsätzlich ist es so, die einfachste Form, die wir kennen, das wäre im Grunde genommen ein Longdrink, indem wir eine Spirituose mit etwas Erfrischendem auffüllen. Da reden wir aber in meiner Welt nicht unbedingt von Cocktails. Ansonsten ist es so, etwas größer müsste es eigentlich sein, können wir mit viel Eis und einer Spirituose und diesem Cocktaillöffel, dem Barlöffel, können wir Getränke verrühren. Ja? Denk mal dran, Martini geschüttelt, nicht gerührt. Ja, das haben alle schon mal irgendwo gehört. Ja, hier geht es wirklich nur um ein Vermengen, nicht mehr. Gut, dann gibt es die Möglichkeit, etwas zu shaken. Dafür solltet ihr wissen, dass es zwei verschiedene Sorten von Shakern gibt. Einmal ein Boston Shaker, zweiteilig, der für große Mengen sich gut eignet. Ja, und dann natürlich nochmal einen dreiteiligen Shaker, mein persönlicher Favorit. Der hat nämlich hier schon einen Abgusssieb mit eingebaut. Und hier ist aber das Problem, man muss eine gute Qualität kaufen, damit das Ganze auch dicht bleibt. Ja? Dicht, ganz wichtig. Wann immer ihr einen Cocktail in einen Shaker tut, niemals dürft ihr eine kohlensäurehaltige Flüssigkeit dazugeben. Ja, das ist ungefähr wie Duschen und danach seid ihr lange mit Putzen beschäftigt, weil die Kohlensäure sich löst und das hält man nicht und dann wird es bunt. Okay? So, was passiert beim Shaken? Beim Shaken wird Eis rauf und runter bewegt mit wenig Flüssigkeit. Das heißt, ihr dürft auch nie zu viel Menge hier rein tun, sonst funktioniert es nicht. Dann schwappt es nur hin und her. Das Eis soll zerschlagen, das Eis soll kühlen und das Eis verdünnt auch den Cocktail. Das heißt, jedes Cocktailrezept, wenn ihr denn, sagen wir mal, 6 cm abmesst und ihr shaket es, dann kommen mehr als 6 cm am Ende raus und das soll auch so sein. Ja, das ist so gedacht. Wenn man keinen dreiteiligen Shaker hat, dann können wir mit dem Streamer können wir einfach das Eis zurückhalten und können jetzt hier in unser Gastglas einschenken. Gut, jetzt gibt es dann natürlich auch noch Maschinen. Wenn wir sehr cremehaltige, sehr sahnehaltige Cocktails haben, können wir sie im Stirrer, im Stabmixer machen. Dort würde man dann einfach in einen Mixer einen solchen Becher hineingeben, nicht weiter als bis hier füllen, weil er sonst seine Stabilität verliert. Und dann macht eigentlich der Stirrer für uns schon die Arbeit. Es wird cremiger, es wird schaumiger, als wenn wir es mixen. Und in letzter Konsequenz könnten wir natürlich auch noch einen kompletten Mixer nehmen.
Da sind wir dann aber meistens schon bei der Welt von Fruchtshakes und ähnlichem und verlassen so langsam die Welt der Cocktails. Eis ist eine ganz wichtige Sache und da sind wir wieder beim Anfang gelandet. Eis machen wir aus Wasser. Eismaschinen müssen gepflegt und müssen gewartet werden, sehr sorgsam. Und wir brauchen für verschiedene Cocktails verschiedenes Eis. Ja, Eiswürfel kennt ihr alle, die brauchen wir dann auch für die Shaker. Wenn wir andere Cocktails haben, zum Beispiel für den Caipirinha, den jeder kennt, brauchen wir sogenanntes Crash-Eis. Das können wir mit so einem kleinen Eiscrasher machen, der mit Zähnen hier einfach das Eis zermalt. Wichtig bei all diesen Geschichten ist Sauberkeit, weil ihr natürlich mit Früchten arbeitet bei den Cocktails als Dekoration, weil ihr natürlich beim Gastglas immer unten am Stiel anfassen müsst, weil ihr auch Strohhalme natürlich nicht einfach in die Finger nehmen könnt, sondern sie mit einer Zange nehmt, um grundsätzlich sauber arbeiten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr das alles nachmachen wollt, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Aber das mit den Cocktails, das wird auch Spaß machen. Bleibt gesund!